Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute mit Werder Bremen zu Hause als Gegner. Werder Bremen ist, also heute haben wir den Bundesligaspieltag Nummer 10. Werder Bremen ist letzter, haben nur einen Punkt gesammelt in der bisherigen Saison, 8 Niederlagen, ein Unentschieden. Und sie sind auch die schwächste Mannschaft der Liga, oder? Nee, nicht ganz. Streiten sich darum mit Carl Zeiss Jena. Und das ist halt der Tendenz dann eher ein einfaches Spiel auf dem Papier. Wie sich das am Ende gestaltet, ist natürlich eine andere Frage. Und wir schauen mal. Deswegen haben wir ein bisschen Nachwuchs wieder aufgestellt. Hier Philipp Meyer, hier Janik Schwind, hier Axel Amthor. Und ich hoffe mal, dass sie sich trotzdem ganz gut schlagen. Siegesprämie ist wieder eingestellt. Textmodus, jawohl. Und los geht's. Ich will heute sehen, dass ihr Gras frisst. So, enttäuscht uns nicht. Wir sind fast 200 Punkte stärker als Werder Bremen. Ich hoffe, das klappt heute. So, voller Angriff. Ja, hier, lass keine Zweifel aufkommen. Möglichkeit für MTV Gießen. Theo Benner probiert es mit einem Schuss aus 23 Metern zentraler Position, doch das Leder wird so stark abgefälscht, dass Thomas Zukalas problemlos halten kann. Ein solch frühes Tor hätte sich Momettel sicher gewünscht. Freistoß von links, Nico Hildebrand, ein hoher Freistoß von Nico Hildebrand zu Janik Schwind, doch das Megatalent gerät in Rückenlage, kann den Ball nicht mehr drücken und köpft ihn somit über das Tor. Das wäre ein Auftakt nach Maß gewesen. Und da ist der Auftakt nach Maß. Nico Hildebrand, oh, ich habe vergessen, ich habe die Spielerbilder nicht mehr eingeschaltet. Nein, das habe ich vergessen. Ärgerlich, ich habe eben noch die Trainingsziele kontrolliert. Nach Abschlag von Axel Amthor nimmt Nico Hildebrand den Ball auf der linken Spielfeldseite an und spurtet los wie ein Verrückter. Dann zieht er nach innen und zirkelt den Ball aus 18 Metern genau unter den Querbalken. Schön. Janik Schwind erhält den Ball etwa 30 Meter vor dem Tor und sucht die entscheidende Lücke. Luca Steinfeld bedrängt ihn, aber kann den Pass auf Daniel Dröge nicht verhindern. Der löst sich von Konstantin Schöttgen, verfehlt dann aber das Tor. Oh, einen eigentlich harmlosen Steilpass von Luca Steinfeld macht der MTV Gießen-Verteidiger Theo Benner zu einer Vorlage für Dennis Tomala. Der Angreifer zieht Volley ab und scheitert an gut stehenden Axel am Tor. Momettel schaut zufrieden und optimistisch drein. Er geht wohl heute von einer lösbaren Aufgabe aus. Hier, voller Angriff. Lass keine Zweifel aufkommen, habe ich gesagt. So, Mario Wunderli hindert Stefan Ruhl erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Ah, schade. Ecke von rechts, Nico Hildebrand, Philipp Meyer mit einer guten Kopfballgelegenheit nach der Ecke, aber er trifft nicht den Ball nicht ganz richtig und dieser fliegt einen halben Meter am Tor vorbei. Nico Hildebrand mit einer scharfen Hereingabe von der linken Seite, aber Thomas Zukalas kommt heraus und faustet den Ball konsequent mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone. Und wir sind momentan nur ein Punkt hinter Dortmund. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Oh, Pfosten. Von Janik Schwind, der leider kein Foto hat, das tut mir leid. Nico Hildebrand schlägt eine harmlose Flanke an den 16er, doch Mario Wunderli geht nicht energisch genug zum Ball, sodass Janik Schwind sich diesen mit dem Kopf vorlegen und aus 14 Metern schießen kann. Entsetzt muss das dynamische Megatalent aber mit ansehen, wie der Ball nur den rechten Pfosten streift. Und jawohl, da ist das 2:0 durch Malte Kwaliszewski, Vorlage Philipp Meyer, das freut mich für Meyer. Nach einem Zauberpass von Philipp Meyer steht Malte Kwaliszewski alleine vor Thomas Zukalas. Er behält die Nerven, tanzt die Keeper aus und stolpert dabei fast noch, vollendet aber zum 2:0. Das ist das 2:0. Auf einem Bein kann man bekanntlich nicht stehen. Doch, es geht, aber irgendwann wird es anstrengend. So ist es beim Fußball auch. Der MTV Gießen ist jetzt komplett am Drücker. Malte Kwaliszewski setzt sich auf der linken Seite durch und flankt auf Daniel Dröge. Der kann den Ball nicht kontrollieren und Thomas Zukalas geht dazwischen. Weiterhin 2:0. Adrian Grbic bedient Dennis Tomala an der Strafraumgrenze, doch dieser steht im Abseits. Und nochmal hier, voller Angriff. Konstantin Schüttgen muss nach einer Flanke von Theo Benner Kopf und Kragen riskieren. Daniel Dröge stand einschussbereit in günstiger Position direkt hinter ihm. Nächste Chance. Ecke von links, Nico Hildebrand. Tom Tribul geht entschlossen den Ball entgegen und erreicht diesen vor Malte Kwaliszewski. Per Flugkopfball kann er so eine Ecke von Nico Hildebrand klären. Und Chance für den MTV Gießen. Ein Schuss von Malte Kwaliszewski wird von Konstantin Schöttgen zur Ecke abgefälscht. Ecke von links, Nico Hildebrand. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Romario.
der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Ecke nach Ecke hier. Irgendwann geht eine doch rein hier. Nico Hildebrand bringt den Ball herein und Malte Kraljewski steigt am kurzen Pfosten hoch zum Kopfball 2 Meter links vorbei. Naja, okay. Wir machen weiter Druck. Ecke von links, die Hildebrand. Philipp Meyer verlängert per Kopf zu Malte Kraljewski, der nicht lange zögert und direkt abzieht. Thomas Zukalas streckt sich fast vergeblich. Mit den Fingerspitzen kann er den Schuss gerade noch zur Ecke ablenken. Mirat Ralems, Diakovic und Konstantin Schöttgen haben da beide keine gute Figur gemacht. Ecke von links, Nico Hildebrand. Diese Ecke ist kein Problem für Thomas Zukalas. Er kommt heraus und schnappt sich das Leder. So, und nächster Chance. Ganz Parade. Wieder dieser Thomas Zukalas hier. Was der heute alles leistet. Krass, krass. Philipp Meyer sieht auf rechts Nico Hildebrand, dessen Flanke Daniel Dröge mit dem Kopf erwischt. Es ist Thomas Zukalas zu verdanken, dass es nicht 3:0 steht. Und jetzt eine Chance für Bremen. Ecke von rechts zu Romario. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Manuel Marz, der den Ball unter Kontrolle bekommen und klären kann. Momentan ist das eine äußerst einseitige Partie. SV Werder Bremen hat hier derzeit nichts entgegenzusetzen. Das Ergebnis könnte sogar noch um einiges höher ausfallen. Oh, gelbe Karte für Theo Benner wegen groben Foulspiels. Vor den Augen des Schiedsrichters grätscht Theo Benner Stefan Fürst von der Seite um. Georg Cordes drückt beide Augen zu und zieht nur gelb. Na, immerhin. Auf Rot hätte ich jetzt keine Lust. Voller Angriff. Jawohl, 3:0. Malte Kraljewski, Vorlage, wieder Philipp Meyer, schön. Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Die Ecke von Nico Hildebrand kommt schön herein. Philipp Meyer verlängert mit dem Hinterkopf auf Malte Kraljewski und der hat keine Mühe, aus kurzer Distanz den Ball ins Tor zu befördern. Schön. Was haben wir hier eigentlich? Kontrolle übernehmen. Huch, Hattrick. Wahnsinn, 4:0, Malte Kraljewski, Vorlage Daniel Dröge. Nico Hildebrand findet per Flanke den Kopf von Daniel Dröge, der mustergültig für Malte Kraljewski auflegt, sodass dieser nur noch einschieben muss. Wunderbar. Für die Spieler des MPV Gießen ist das jetzt nur noch ein besseres Training. SV Werder Bremen hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Bei SV Werder Bremen ist man jetzt froh, wenn Halbzeit ist. Oh je. Schöne Aktion von Nico Hildebrand, der von Luca Steinfeld gefoult wird. Gute Freistoßposition für MPV Gießen. Und Freistoß, Nico Hildebrand mit einem etwas uns inspirierten Freistoß, den Torhüter Thomas Zukalas ohne größere Probleme halten kann. Nachspielzeit 1 Minute. Ach, eine Nachspielzeit von 1 Minute wird angezeigt. Wir kriegen noch eine Chance. Glanzparade. Hui. Da geht's ordentlich zur Sache. Thomas Zukalas mal wieder. Der MTV Gießen ist jetzt wieder auf dem Weg nach vorn. Thomas Zukalas wird von Yannick Schwind zu einer tollen Parade gezwungen. Nachdem zuvor Nico Hildebrand sich gegen Lukas Steinfelden in einem harten Zweikampf durchgesetzt hatte, weiterhin 4:0. Abpfiff, erste Halbzeit. Das war keine erstligareife Leistung für den SV Werder Bremen. Na gut, sie sind ja auch auf dem letzten Platz aktuell. Was machen wir? Theo Benner runternehmen, weil ich keinen Platzverweis haben möchte. Und ansonsten... Komm, gönnen wir Schwind und Meier mal eine Pause. Die haben heute super gespielt. Ja, Malte Kist ist ausgeruht. So, dann machen wir das. Die restlichen Einser-Schüler dürfen noch weitermachen. So. So, und ich freue mich auch über die gute Note von unserem Torhüter. Aber den muss man nicht weiter loben. Der ist schon euphorisch. Auch gut. So, Massage für Ruhl, für Kraljewski und für Preußen. Und weiter geht's. Ihre Spiele machen Witze, es geht noch um die Höhe des Sieges. Schauen wir mal, was wir heute noch rausholen können. Bin ich mal gespannt. So, gut, die Wechsel sehen jetzt auch unspektakulär aus. Das tut mir wie gesagt leid, dass ich das vergessen habe, wieder einzuschalten. Michael Karl, Philipp Meyer. Das stimmt nicht so ganz. Für Philipp Meyer ist das Spiel vorbei, jetzt kommt Michael Karl. Ja, aber Michael Karl kommt nicht für Philipp Meyer. Das ist komisch, dass sich das immer so vertauscht. Also nicht immer, aber immer wieder mal. Naja, egal. Anpfiff zweiter Halbzeit. Und auch Wechsel bei Bremen. Henning Prünster kommt rein für Saban Ferrati. Und gleich eine Chance für Bremen hier. Stefan Fürst tankt sich auf der rechten Seite durch, zieht dann in den Strafraum und sucht den Abschluss. Doch Keeper Axel Amthor pariert
seinen Schuss. Den Aprilla verpasst Dennis Tomalla nur knapp. Und nächste Chance. Ecke von rechts, Romario. Nach einer Ecke von rechts steigt Dennis Tomalla am hinteren Fünfereck hoch und köpft. Axel Antor reckt sich und fischt den Ball aus der Luft. Schön. Schön gemacht. So, nächste Chance. Und nochmal hier voller Angriff. Auf geht's. Lasst keine Zweifel aufkommen, obwohl die Zweifel schon in der ersten Halbzeit beseitigt wurden. Daniel Dröge legt am Strafraum für Michael Karl auf und der zieht sofort ab. Doch Thomas Tsoukalas ist schnell unten im linken Eck und hält die Kugel im Nachfassen sicher in den Händen. Oh, nochmal eine Chance für Bremen. Kriegen sie es noch hin heute? Wird es das 4:1? Romario bringt eine Flanke von rechts in die Mitte. Henning Prünster verlängert per Kopf und Tom Tribol schließt per Flugkopfball vor Manuel Marz aus 10 Metern ab. Aber der geht weit vorbei. Miralem Stijakovic versucht auf links durchzukommen, doch Piet von Preußen läuft ihm den Ball ab. Oh, schon wieder eine Chance für Bremen hier. Stefan Fürst geht im Duell mit Piet von Preußen im Strafraum zu Boden, will einen Elfmeter. Aber Schiedsrichter Georg Cordes hat nichts gesehen und es geht weiter mit Ballbesitz für den MTV Gießen. Und Ecke von links, Nico Hildebrand. Die Ecke ist ein Tick zu kurz und kein Problem für Tom Tribol, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Ja, wenn er das nur auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann, war es doch wohl nicht ganz einfach, oder? Oh, was haben wir hier? Bisher kamen 85% Angriffe von SV Werder Bremen über die rechte Seite und Verletzung Adrian Girbic. Adrian Girbic liegt nach einem Foul von Gianni Chiata verletzt am Boden. Das sieht nicht gut aus. Er muss am Spielfeldrand behandelt werden. Wir machen hier nochmal vollen Angriff. Auf geht's. Kurz vor der Tribüne. Oha. Er trifft mutige Entscheidung, der Schiedsrichter. Ecke von rechts, Nico Hildebrand. Mario Wunderli geht entschlossen dem Ball entgegen und erreicht diesen vor Malte Waliszewski. Per Flugkopfball kann er so eine Ecke von Nico Hildebrand klären. Adrian Girbic zeigt an, dass es weitergeht. Das wäre in einem solch wichtigen Spiel auch bitter gewesen. Puh, okay, immerhin. So, Wechsel. David Kammerbauer kommt rein für Mario Wunderli. Und eine Chance für Bremen hier wieder. Nach einer Flanke von links setzt sich Dennis Tomalla im Luftduell mit Piet von Preußen durch, aber köpft dann aus 11 Metern über die Latte. Die Anhänger des MTV Gießen haben einen großen aufblasbaren Ball mitgebracht, der jetzt durch den Block wandert. Anscheinend hat man dort eine Menge Spaß. So, Julian Stolz kommt rein für Lukas Steinfeld. Das Spiel neigt sich dem Ende zu langsam. Schauen wir mal, ob noch was geht. Eine schöne Möglichkeit für den MTV Gießen. Stefan Ruhl zieht von der rechten Grundlinie in den Strafraum und passt dann flach zum am Fünfer lauernden Malte Waliszewski, der die Chance kläglich vergibt. Es bleibt hier beim 4:0. Jetzt nochmal. Gute Flanke von Nico Hildebrand. Daniel Dröger attackiert Thomas Tsoukalas im 5-Meter-Raum zunächst unfair und köpft den Ball dann ins Tor. Aber der Schiedsrichter hat die Aktion genau gesehen und gibt den Treffer zurecht nicht. So, jetzt können wir gleich nochmal. Voller Angriff. Kurz vor der Tribüne. Es wird schon rot. Oje. Und Malte Waliszewski mit einem Dropkick aus 15 Metern. Aber Thomas Tsoukalas steht goldrichtig und hat den Ball sicher. SV Werder Bremen hat alle möglichen Wechsel durchgeführt, aber der MTV Gießen macht weiter Druck. Vielleicht hilft's ja. Jawohl, hier ist das 5:0. Haben wir doch noch geschafft. Malte Kist, 5:0, Vorlage Malte Waliszewski. Konter über Nico Hildebrand. Der setzt Malte Waliszewski schön ein. Dieser findet mit einem Rückpass Malte Kist, der aus 15 Metern trocken einschießt. Schön. So war das doch gedacht. Hier gelingt dem MTV Gießen jetzt alles. Der Sieg von MTV Gießen wird hier völlig in Ordnung gehen, denn sie haben die Partie über weite Strecken kontrolliert. Nachspielzeit eine Minute. Nur nochmal, schade, schon vorbei. Nicht rechtzeitig nochmal auf die Taste gedrückt. Schlusspfiff, es wird eine Minute nachgespielt und das war's. So, wir sind wieder an Dortmund rangekommen. Die haben anscheinend verloren oder was? Müssen wir uns noch gerade mal anschauen. So, auf jeden Fall Hildebrand hier Spieler des Spiels. Oder Tsoukalas auch, der hat auch heute auch rüber gespielt. Auch wenn immer witzig, wie wir den Torhüter fordern. Ich freue mich besonders über die guten Noten von Yannick Schwind und hier Philipp Meyer, der sich sonst immer mit seinen Noten so schwer tut. Schön. Sonst. Ach, die haben gegeneinander gespielt, deswegen. Und Bayern hat gegen Dortmund gewonnen. Ah, okay. Schön, dass sie sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Das heißt, wir sind jetzt auch wieder in Reichweite von... Oder Dortmund ist in Reichweite von uns, besser gesagt. Schön. Das Baum wird schon brennen bei uns, was? Oh, Mario. So, Waliszewski, Hildebrand, Schwind und Ranaludis sind Spieler der Woche. Malte Waliszewski mit seinem Hattrick heute.
Wunderbar. Wir sind aber nur die zweitbeste Mannschaft des Tages. Wie hat Gladbach denn gespielt? Wo sind sie denn? 3-0 gegen Leverkusen. Aha. So, jetzt haben wir wieder unseren Top-Torschützen. Jetzt sind wir wieder auf Platz 1. Wunderbar. Dann geht das weiter. Freut mich. Schön, schön. So, Bewertung der Neuzugänge. Ja, da können wir jetzt nicht wirklich mitreden. Es sei denn, man geht von Laien aus, die von uns ausgehen. Hier Axel Philipp Modic, Philipp Augustin. Das sind echte Verstärkungen. Gerd Schrattenecker ist auch von uns. Ist auch eine echte Verstärkung. Weiß nicht, ob wir sonst noch jemanden finden von uns. Marc Stucki ist von uns. Er ist nur Mitläufer. Ein bisschen schade. Sonst sehe ich jetzt... Pedro Casa ist ein Flop, aber das dachte ich mir schon. Sebastian Karl auch. Na gut, den haben wir... Pedro Casa haben wir verkauft. Und er hat noch nicht gespielt, wie ich auch erwartet habe. Ist halt schade, dass es so ist. Aber na gut. Er hat sich für Bayern entschieden. Oh, Stefan Ruhl und Alexander Pohlmann erreichen neue Erfahrungsstufe. Das freut mich doch. Und die Fanbleed-Patch sinkt immer weiter und ich weiß nicht warum. Stefan Ruhl, neue Erfahrungsstufe, Stufe 4. Ist da bei 0 angekommen. Hat jetzt eine Stärke von 82. Schön, dass er auch immer stärker wird. Das freut mich. So, und Pohlmann auch. Aber der hat es schwerer, was seine Entwicklung angeht, ne? Ja, Minuspunkte sammelt er diese Saison. Echt schade. Der hat es mal in die erste Mannschaft geschafft und dann hat er wieder nachgelassen. Und ich weiß nicht, warum er wieder nachgelassen hat. Echt schade. Mano. So, Paul erzielt 2 Tore. Das ist schön. Wir gewinnen 4-0 gegen Aue mit der zweiten Mannschaft. So, Schwind wird zurückversetzt. Dann holen wir den gleich wieder hoch. Denn ich bin ganz zufrieden damit, wie das läuft mit ihm in der Mannschaft. Weißt du was? Ich hole den einfach dauerhaft hoch. Mir reicht's jetzt. Ich lasse den einfach dauerhaft da oben. Und bei Meier schauen wir mal. So. Janik Schwind. So. Denn der schlägt sich ja ganz gut da oben. 108. 80. Das freut mich, wie das wieder bei ihm nach oben geht hier. Wunderbar. Bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Allein in dieser Saison. So. Nächstes Spiel ist... Was ist genau? Weiß ich jetzt nicht. Ich sollte vielleicht mal die Gesichter wieder einschalten, ne? Kann ich aber auch genauso gut lassen. Weil am nächsten Samstag, bevor wir das nächste Spiel haben, muss ich mich da auch wieder drum kümmern. Jo. So sieht's nämlich aus. Jo. Dann sind die eigentlich aufgestellt? Nee, sind sie nicht. Das heißt, die melden sich schon, wenn sie wieder jemanden brauchen. Wann ist da? 4 Tage noch. Alles klar. Jetzt brauchen sie wieder Aufstellung. So, hier einfach so. So, dann seid ihr aufgestellt. Dann geht's da weiter. Da Silva wechselt in ihr Jugendcamp. Das klingt erstmal nicht schlecht. Das Silber klingt nach einem guten Fußballer. Ist aber keiner. Schade. So. Den übernehmen wir und schmeißen gleich wieder raus. Wie immer. Denn ich habe gehört, wenn man Spieler übernimmt, dann verbessert das den Ruf des Jugendcamps, was dafür sorgt, dass noch mehr Leute da reinkommen. Und das erhöht ja wiederum die Chance, dass auch mehr talentierte Spieler reinkommen. Und dass wir dann irgendwann einen 5-Sterne-Spieler kriegen, den wir auch übernehmen können. War bisher noch nicht der Fall. Leider. Oh, der ist jetzt auf einmal bei plus 5 hier. Krass. Wahnsinn. So, dann darf die zweite Mannschaft mal wieder ran. Gewinnt 3-0 gegen Neue Münster. Schön. So, und dann ist jetzt hier das Spiel gegen die A-Jugend angesagt. Und jetzt haben wir einen Spieler zu viel. So soll es eigentlich sein. Können wir den Torhüter rausnehmen und den so wechseln, damit am Tor viel Praxis kriegt und dann läuft das ungefähr so. Das war so mein Gedanke dahinter.
Dann können wir das Spiel ja nochmal eben machen, ne? Was haben wir noch für Nachrichten hier? Sie sind wieder fit, genau. Das habe ich auch mitbekommen. Alles gut. Dann machen wir das Spiel nochmal schnell. Sofortberechnung. So, nicht verlieren. Und dann holt mal gute Noten ab. Und viel Erfahrung. Oh, Amthor hier gleich mit einer guten Note startet ins Spiel. Wird im Laufe des Spiels wieder schlechter. Ah doch, auf eine 1,0. Wahnsinn. Ich hoffe, das bleibt so. Das wäre schön. So, dann machen wir nochmal zwei Wechsel im Mittelfeld. Zwei in der Verteidigung. Hier sind auch richtig gute Noten dabei hier. Das freut mich richtig. Schön. So, du bist recht müde. Und dann hoffen wir mal, dass Amthor diese 1,0 mitnimmt. Das wäre schön, wie gesagt. So, ich bevorzuge aber bei der Ansprache die Leute mit der schlechteren Moral. So. Und weiter geht's. Na, hat sich schon wieder verschlechtert auf 1,5. Jetzt auf 2,0. Ach man, wird wieder schlechter. Ist er sogar ein Gegentor gekriegt. Okay, leider keine 1,0 für Amthor. Aber eine 2,0. Das denke ich mir auch okay. Na gut, so viel dazu. Ich denke mal, das reicht doch für heute. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.